Willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Ja, immer noch in derselben Session und ja, es wird doch langsam aber sicher mal hell draußen. Ja, denn frühmorgens haben wir in der Session angefangen und ich bin auch jetzt hellwach und bin doch wirklich neugierig, was uns hier noch alles erwartet. Eine blaue Blume. Oho, die blaue Blume erhalten. Ein Romantiker. Oh, eine blaue Blume. Blau. Blau steht für Romantik? Da war doch schon wieder etwas. Oder? Aber bin ich wirklich... Ich kann mich doch nicht mit den Charakteren unterhalten. Da oben ist was. Da oben ist was oder ich weiß auch nicht mehr weiter. Mensch, das irritiert mich hier immer. Immer flackert hier irgendwas auf, dass ich irgendwas nehmen kann und dann wiederum kann ich nichts nehmen. Komisch, komisch hier. Ach, da drinne ist es sogar. Speicher mal. Nicht, dass hier eine Falle ist oder so, ne? Na. Teleporterstein oder Truhe, ne? So, mal eben schnell rechts und links. Wunderbar. Das funktioniert ja wie am Schnürchen. Fackel und Affenschädel. Da war altes Wissen. Jawohl. Altes Wissen. So. Aber mehr haben wir ja auch nicht, ne? So, da wollen wir uns doch direkt nochmal unterhalten. Denn mit der guten Bahati konnten wir uns auch Handel treiben. Aber erstmal erzählen wir hier noch etwas Schönes. Okay, ich erzähle dir etwas. Und zwar über, boah, gefährliche Monster. Nicht, dass die Angst kriegt. Glaube ich nicht. Die ist tough. Über andere Länder. Kampas? Auf anderen Ländern? Es gibt viele Lager, Kampas, auf verschiedensten Inseln. Bahati wünscht zu sehen andere Länder, wie Gucho sie nennt. Und es gibt auch andere Kampas auf Ländern? Ja, sehr viele. Bahati nur kennen eigenes Land und eigenes Kampa. Über gefährliche Monster. Bahati weiß Bescheid über Monster. Viele Spinnen auf Kila. Diese Kabuki machen Maloche schwierig. Erzähl mir auch etwas über die Spinnen. Dschungel gefährlich. Kabuki. Der Feind warten überall. Miyashika. Sammel nur, wo ist sicher. Aber jetzt, nichts mehr ist sicher. Spinnen überall. Gucho, besser passen auf. Über euer Leben. Jeder Kieler hat seine eigene Maloche. Muleke, eine wie ich, sammelt Bromba und Pflanzen. Ein Tonka beschützt Kieler vor Kabukis, unseren Feinden. Ein Tufa jagt mit Shihoko, dem Speer, Tiere zum Essen. Und ein Gucho stellt dumme Fragen. Schön. Über Kieler. Kieler stolz. Kieler verehren Gaia. Kieler stark. Aber Bahati fragt dich, sind Guchos am Strand gefährlich? Nee. Ach was, solange sie rumhaben, werden sie friedlich bleiben. Mia Toshika. Bahati hofft, du hast recht. Krieg nicht gut für Kieler. Gaia ist großzügig. Guchos und Kieler könnten in Frieden leben. Wenn du das sagst. Tja, wollen wir es hoffen. Aber lass uns erstmal eine Runde handeln. Lass uns handeln. Chi. Tavulele. Genau, Tavulele. Da wollen wir mal gucken. Die Alchemie. Nee. Hiebwaffen. Wieder Hiebwaffen. Ich hätte gern Schwerter und Stichwaffen. Nee, das ist alles nichts für uns. Aber hast du. Nee, hat sie nicht, ne? Nee, nur besondere Sachen. Rezepte. Da sind die ganzen Rezepte. Oh, wie soll ich denn rausfinden, was hier was ist? Okay, Schnaps der Magie brauchen wir eigentlich nicht. Schnaps der Schatten, des Abenteurers, des Alchemisten. Nee, die waren doch teurer. Was haben wir denn hier? Und zwar, Trank des Rituals. Trank der Magie. Geisterblume. Nanu, die Magie. Achso, Kristallmagie und Co. Nee, brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Das müsste das Richtige sein. Achso, Trank der Magie. Warte mal, gib mir mal den Trank der Magie und selbstverständlich den Trank hier, denn ein Seelentrank steigert unsere maximale Magie um plus 5. Jawohl. Das will ich doch gerne haben. Oh, was ist das denn hier? Aha, die Tatze einer schwarzen Katze für 1700, das ist doch bestimmt ein legendärer Gegenstand, denn die Voodoo-Magie steigt um plus 10 Punkte. Und da wir alle haben möchten, werden wir sie auch mitnehmen.
Ich weiß nicht. Sollen wir... Nimm mal hier das Rezept mit. Die restlichen Rezepte weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sind nur die Autonormal-Rezepte, ne? Also wenn wir einen Trank bräuchten... Die Rezepte sind ja jetzt nicht weg. Dann wäre es eigentlich der für den Diebestrank, ne? Der wäre ja eigentlich wichtig. So, dann Handel akzeptieren. Jawohl, du kannst Nahkampf steigern. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und damit hätten wir das hier auch schon wiederum erledigt. So, Freunde. Aber nichtsdestotrotz, einmal gespeichert. Gehst du alleine hin? Ja. Denn ich will gucken, ob es da oben was Schönes gibt. Und ich glaube, na, schaffen wir es? Ja. Wir haben es sogar geschafft. Wer sagt's denn? Aha. Super. Ein Jadeschein. Sehr schön. Haben wir noch was hier oben? Wo wir schon alleine hier oben hin müssen. Sieht nicht danach aus, aber ich könnte wetten, dass da drüben was ist. Lass uns mal umgucken. Man kann hier überall hinfliegen, ne? Es ist der Wahnsinn. Da oben kann man, meine ich, bestimmt auch noch drauf. Okay, Jadestein gegen Papageienflug. Warum nicht? Können wir auch speichern. Wir könnten uns jetzt runterfallen lassen. Oder wir gleiten einfach mal in aller Ruhe mal hier rüber. Hallo. Jo. Haben sie ja cool gemacht, ne? Stehe ich ja drauf. Wie, die schließen sich mir an? Wie, die kennen Weg hier rüber? Haben wir was verpasst? Ich weiß ja nicht. So, einmal rechts, einmal links, nochmal rechts. Nee, ne? Will er irgendwie nicht. Nee, will er wieder nicht. Will er nicht, will er nicht. Das war wieder falsch hier. Mann, jetzt hör mal auf hier. So, und jetzt der hier. Sehr schön. Und dann du und dann der Rest. Wunderbar. Ja, ha. So, auf mit dir. Ein Spinnenbein. Naja, nehmen wir halt mal mit. So, die schließen sich mir an oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Haben wir hier hinten was in der Ecke? Huhu. Jemand da? Jetzt kommt's. Der ultimative Schatz. Nee. Wir haben versteckte Wand oder so. Genau, versteckte Wand. Dark Souls 2. Ist klar. Ja, ich sehe schon. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht. Und hier, das geht doch auf. Da geht doch bestimmt auf. Jetzt sag mir nicht, ich kann da oben dran klettern oder so. Ach so, nee. Hier, nee, nee, nee. Hier geht's nicht auf. Sonst wäre hier eine versteckte Wand oder so. Aber sehen wir hier irgendwas? Nee, ne? Ah, jetzt ist die Frage, ob wir da oben auch rein können, ne? Es ist. Oh, das ist alles so. So, und Mutt und Patty kommen hier hinterher, weil. Lass mich raten, hier ist eine Liane oder so, ne? Und die wissen, wie man hier oben hochkommt, oder wie? Oder nicht? Nö. Die kennen einen anderen Weg. Gleich kommen sie. Da lache ich. Die finden den Weg hier rüber, aber wir finden den Weg nicht hier hin. Also ich glaube nicht, dass da oben etwas gibt. Das hätten wir wahrscheinlich je nachdem dann schon herausgefunden. Und hier können wir auch nicht rüber. Das heißt, wir können ohne Probleme wieder einmal zurücksegeln. Ah nee, da sind sie doch. Sie warten. Kommen sie doch nicht mit. Okay. So, genau. Schließt euch. Was? Ey. Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Mutt. Langsam aber sicher, mein guter Mutt. Ne? Reicht's. Langsam aber sicher. So, wollen wir gespeichert haben. Hat ja wunderbar geklappt. Jetzt fehlen hier noch. Ich meine, ein Weg fehlt noch. Ein Weg, Freunde. Und dann haben wir es eigentlich hinter uns gebracht hier. Klappt ja eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Hallo, da ist er ja. Nee, machen wir jetzt noch nicht. Wir kümmern uns erstmal um den letzten Weg und dann müssen wir nämlich hier entlang laufen. Eigentlich war hier mal ein Krallenaffe. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh ja, Goldklee. Gib mal her. So, da sind wir gewesen, da sind wir runtergegangen. Da war ja dieser, ja, versteckte Mechanismus. In dem Sinne einfach nur ein Mechanismus. Gar nichts, versteckt hier. Und dann, da war der Gnom. Ja, sieht doch gut aus. Ach, guck mal, da oben. Genau. Da müssen wir natürlich aufpassen. Das war ja die eine Brücke, die zerstört gewesen ist, da hinten. Und da ist auch wieder eine. Da bin ich aber überfragt, ob es da vielleicht irgendwas Schönes gibt. Vielleicht gibt es da oben noch etwas Schönes drin. Da, wo ich gerade hingucke. Da. Aber ich glaube, Freunde, das ist wieder so eine Sache, die muss ich mir an Offscreen angucken, um euch dann zu berichten, was ich Schönes gefunden habe. Hier mal gespeichert. Da haben wir ja wieder so eine nette Eingeborene. Hallo, wer bist du denn? Und du magst doch bestimmt dich mit einem Piraten zusammentun, oder?
Könnte ich doch drauf wetten. Ein Silberteller, Gabel. Oh, gib mal her hier. Meins. Meins. Brauchst du eh nicht, ne? Brauchst du nicht. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. So, haben wir alles. Hallo. Kuchu halima miyamiti? Was hast du gesagt? Chi. Miyamiti chakeke. Miyamiti taka ona guchos. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst zu den Piraten an den Strand? Chi. Aha. Und was möchte die gute Dame da unten? Was will eine Eingeborene bei den Piraten? Guchos Sheshu. Piraten hübsch. Du stehst auf Piraten? Oh Mann, die hat wohl zu lange in der Sonne gelegen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass dein Plan eurem Häuptling gefallen wird. Chaka Hiruto una papai. Mir mit die eigene Kopf. Oh, ich weiß ja nicht. Warte mal, speichern. Speichern, speichern, bevor wir hier was Falsches machen, weil eigentlich kann sich nicht einfach jemand aus dem Dorf entfernen. Aber mal gucken. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kila im Nacken. Tavu yala yala? Abhauen? Glaub mir, einfach hier rauszurennen klingt nicht nach einem Spitzenplan. Wenn ich dir helfe, dann nachts. Dann haben wir die besten Chancen. Tavonga gucho. Okay, alles klar. Folge mir, ich bring dich ins Piratenlager und ich glaube, jetzt haben wir natürlich das kleine Problem. Wenn wir nachts hier hinkommen, dann würde das klappen. Weil wir müssen ja mit der guten Dame, obwohl können wir uns teleportieren? Nee, komm, das wäre Schieterei. Da macht doch keinen Spaß, ne? Da sehe ich noch was. Da ist was, da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Die hatten wir ja schon mal gesehen, ne? War doch so. Wenn wir nämlich hier entlang gehen... Da ist nämlich da die Wache und die wird uns sehen. Und dann gibt's Palaver, ne? Und das wollen wir natürlich nicht. So, aber erstmal zu dir Truhe da unten. Und wehe, dich können wir nicht aufschließen. Ich warte hier auf dich. Ja, ihr wartet beide am besten da unten. So, njo. Mal schön hier runter segeln, segel, segel, segel. Ja, die ist verschlossen. Klasse, das weiß ich. Mit 40. Et voilà, kriegen wir doch auf. So, einmal rechts, einmal links. Ich hoffe, es klappt hier. Klappt sogar wunderbar. Was haben wir denn hier Schönes? Na, wieder Kleinvieh. Okay, gut, dann würde ich doch vorschlagen, da wir jetzt alles erledigt haben, gehen wir mal wieder nach oben, holen mal unsere Gefährten ab. Zumindest unsere Gefährtin, die gute Patty. Der Mutt, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. So, und dann müssen wir gucken, wenn es wieder Nacht ist, dass wir dann auch die gute Dame dann zu den Piraten bringen. Die möchte da halt wirklich hin, ne? Also, ich weiß ja nicht. Nicht, dass sie am Ende sagt, nee, ich will wieder zurück. Gut, dann bringen wir sie wieder zurück. Aber vielleicht gefällt es ihr da ja wirklich. Lassen wir uns überraschen. Dann mal los! So, Patty, oder? Jawohl, Patty schließt sich dir an. Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem großen Voodoo. Voodoo, Voodoo. So, wir speichern. Und zwar... Ein Gucho? Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka... Lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kila. Sind wir nett. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck, auf den Makoto tritt. Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Neben dem möchte ich nicht aufwachen. Das versaut einem ja den Tag. Gucho Frau ist unwürdig. Sag ihr, sie soll ihren Mund halten. Was für ein Dreckskerl. Oh, das hat mir... Oh, das gefällt mir nicht. Sag mal, Kollege. Ja... Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. So kann man es auch sehen, aber das hat mir jetzt überhaupt gar nicht gefallen, mein Guter, was du eben da gerade mit der Patty veranstaltet hast.
Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Mhm. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Killer werden stark und bekriegen alle Gujos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Okay, schade. Also das ist ja wirklich ein verdammter Miesepeter. Und zwar ein ganz, ganz großer Miesepeter. So, da müssen wir mal gucken. Und zwar unter Inventar, und zwar unter... Müssen wir die ausrüsten? Ist das eine Waffe? Mal gucken. Wo haben wir die Voodoo-Puppe? Seelenfänger? Nee. Nanu? Nicht? Ist es dann die linke Hand? Was ich weniger glaube. Nee. Nanu, wir haben doch jetzt hier... Ach Mensch, jetzt können wir erstmal suchen gehen. Jetzt können wir erstmal suchen gehen. Wir haben ja so eine schöne Voodoo-Puppe. Und die möchte ich doch jetzt gerne benutzen. Und da kann man bestimmt jede Menge Kram mit dem guten Kerl anstellen. Und ich finde das gar nicht gut, dass er so auf dem Kriegsfuß ist, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Alles andere als gut. Ja, da ist die Frage, wo ist er? Wahrscheinlich unter Plunder, ne? Da kommen wir eigentlich jetzt immer näher. Es sei denn, ich habe schon wieder übersehen. Dann, ja. Das wäre alles andere als cool. Boah, wir haben aber auch ein Inventar, ne? Ja, jetzt kommen die ganzen Schriftstücke hier. Ach, wie schön. Ja, die blaue Blume. Ja, wunderschön anzusehen. Bricht garantiert Frauenherzen. Was soll man damit anfangen? Ist halt die große Frage, ne? So, aber wo haben wir denn... Hier sind unsere ganzen Rezepte. Davon haben wir jetzt schon einige. Finde ich ja auch richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ach Mann, komm, kann doch nicht sein. Wo ist denn jetzt die Voodoo-Puppe? Ja, da ist der Puschel. Oh, jetzt... Aha, da ist sie. Da ist die Voodoo-Puppe. Das wird nichts. Wie, das wird nichts? Na klar wird das was. Und zwar legst du die jetzt mal hier auf die... Was weiß ich, hier, komm, auf die 1 meinetwegen. So, gespeichert wird und ab geht's. So, jetzt gehörst du erstmal mir. Also, am liebsten... Erstmal entschuldigst du dich bei Patty. Später vielleicht. Und es hat ihn ein schlechtes Gewissen, das geht nicht. Hallo Mutti. Jetzt nicht. Achso, ihr wisst Bescheid, was Sache ist, ja? Okay, was können wir denn mit dem Guten anstellen hier? Erstmal, ich glaube, wir unterhalten uns mit allen Eingeborenen, ne? Wäre doch viel zu schade, wenn wir das nicht auskosten würden. Ne, so ein bisschen Süßholz, ja, Süßholz raspeln. Mal gucken, was hier die Gute zu sagen hat. Vielleicht gibt es auch einen Deal, dass sie einfach gehen darf. Dann sage ich hier, du darfst durchgehen. Pass auf. Hallo. Du schuldest mir noch Gold, Lügen? Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Böses Karma. Das werde ich mir aber merken, wenn wir den bösen Weg gehen sollten, oder zumindest ich gehen sollte mit meinem Magier, dann werde ich auf jeden Fall hier alle ausnehmen. Ich glaube, das gibt schön Minuspunkte in der Seele. So, da unten müssen wir nicht hin. Der Gnom hat sich ja auch verzogen. Oh, Freunde, ich bin gespannt, was wir hier anstellen können. Als letztes müssen wir uns mit dem Häuptling unterhalten. Gehen wir mal... Können wir auch kämpfen? Was ist das denn? Hört er einen Sound? Okay, ich kann die Waffe nicht ziehen, deswegen wahrscheinlich. So, mal gucken, was du mir schuldest. Hallo. Oha Makoto. Sumtaka Bahati? Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Taka Maloche? Ganz meine Meinung. Okay. Was macht ihr? Arbeit oder so? Wahrscheinlich. Und bist du fleißig am Arbeiten? Maloche. Deswegen, das kannten wir ja halt schon. Eieiei. Nicht, dass wir hier uns... Ich kann auch nicht schnell speichern. Nee. Nein, das funktioniert nicht. Eieiei. Ixil grüßt Makoto. Ja. Super. Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Ja, nicht schlecht, ja. Was? Chi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Ja, machen wir schon. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hiruto. Überzeuge ihn, dass nicht alle Gujos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Machen wir natürlich, aber noch nicht allzu schnell. Ja, Freunde, da ich nicht zwischenspeichern kann, weiß ich noch nicht.
Muss ich vielleicht da zurechtschneiden oder so, aber... Moment, Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Nummer 1, ey, aufstehen hier. Hola, Makoto. Bitte lass Bobo in Ruhe. Was auch immer du willst von Bobo. Bobo nicht interessiert. Ja, die mögen sich nicht gerade so, ne? Ich meine, wir könnten jetzt auch hier komplett einmal durchs Dorf laufen. Wahrscheinlich auch zu den Piraten. Das wäre auch der Hammer, ne? Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Oha. Oha. Nicht schlecht. Tufa? Chi, du bist nicht mehr als kleiner Jäger. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Sehr schön, ja. Lügen wollen wir auf jeden Fall nicht. Und, oh, nicht schlecht. Der Kamil, der weiß, ne, was mit dem Grünzeug es auf sich hat. Ich glaube, sollen wir mal zum Slim gehen? Komm, wir gehen mal zum Slim. Ah ja, ich kann ja nicht schnell speichern. Verdammt, und zugenäht. Aber, Freunde, wisst ihr was? Wir machen hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder mit unserem schönen Eingeborenen, der ja auch schon extrem cool aussieht, ne? Also wieder schick gemacht. Coole Sache. Bis gleich.